Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese Quest Riesenwuchs begonnen und haben ein paar mutierte Tierewesen hier auf dem Planeten gescannt und dabei haben wir auch festgestellt, dass die Rückkehrer hier ihr Unwesen treiben und sich daran, ja, habhaft machen wollen, also sprich die Sachen dann auf anderen Planeten genauso mutieren lassen wollen. Und wir sollen jetzt ja zum Lager von denen gehen. Das ist hier oben, da waren wir schon mal gewesen. Und da gehen wir jetzt einfach zu Fuß hin. Geht ja nicht anders. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als außer zu Fuß dahin zu laufen. Denn die Nomad, die funktioniert ja nicht. Ui, ein riesiger Schatten. Ah, die da, okay. So, dann lassen wir uns überraschen. Wahrscheinlich werden wir hier auch nochmal überrascht werden. Sah ich doch, da. Klick, klick. So, einer ist schon mal weg. Wo? Uah. Ach, auch noch so ein großer. So, danke fürs Schild. Also manchmal ist die Zuweisung ein bisschen fehlerträchtig. Also man muss mehrfach die Tasten drücken, um ja letztendlich hier... Was? Okay. Um letztendlich hier die Sachen zuzuweisen, dass das Vieh hier angegriffen werden soll, ne? Also was das genau ist, weiß ich noch nicht. Ob das so gewollt ist, weiß ich auch nicht. So, das war jetzt hier nur ein kleines Senkel. Okay. Bist du irgendwo was? Ah, da. Ich seh dich. Ich sah dich. Hehe. Ah, hier kommen nochmal welche. Ah, die feuern aber, wie es scheint. Hm, okay. Dass die schon wieder hier sind. Ja, beschäftigt euch mal mit dem hier. Was ist jetzt los? Ach, jetzt feuert es. Auf einmal. Okay. Au. Ja, das mit dem Aufladen funktioniert nicht so super. Au, au. Ah, dich krieg ich auch noch. Danke fürs Schild. Okay, der ist tot. Okay, der ist tot. Da ist ja... Och, Leute. Was? Daneben... Hab dich. Okay, super. Oh, oh, da oben ist Action. Warum ist hier eigentlich schon wieder so viel los? Müssen wir da... Ah, wir müssen da hin, ne? Ja, wir müssen da hin. Okay, 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 okay. Ah, jetzt zum Aufladen. Warten. Boah, jetzt kommt der Flammenwerfer. Cool. Na, 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 hier wird nicht mein Schild geklaut. Aua. Ab dich.
Wer bist du? Okay. Uiuiui. Aber auch. Ist aber hier ganz schön was los. Hier ist irgendwo noch einer. Okay. Da war einer. Oh, da ist noch einer. Hey, nicht vor meiner Latichte. Okay. Kommt noch wer? Ich hoffe nicht. So, einmal nachladen. Okay. Da ist noch was. Geißeldriftsensor. Okay. Da haben wir noch ein Datenpad. Wie konnte unser Leben so werden? Wie konnten unsere Ahnen zulassen, dass die Kett unsere Welten so mühelos erobern? Und warum beschützen uns unsere aktuellen Anführer heute nicht? Zwietracht zerstört uns von innen heraus. Unser Volk hat es wiederholt versäumt, sich zu vereinen, wenn es am dringendsten nötig gewesen wäre. Wir haben einander die Schuld gegeben, haben gezankt und uns gegenseitig verraten, haben unseren Eroberern leichte Beute präsentiert. Nun sehen wir, wie ein neuer Feind in unseren Raum eindringt und uns als Hoffnung getarnte Auslöschung bringt. Lügen, die uns nur spalten sollen. Diejenigen unter uns, die diese Täuschung erkennen, müssen verhindern, dass unser Volk die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Alle Angarer müssen eins werden, wenn wir die bösen Mächte besiegen wollen, die uns umgeben. Das ist die Überzeugung, die Rückkehr. Und ich, Und ich spüre in meinem Blut, dass es die Wahrheit ist. Unsere Sache ist gerecht. Tja, fanatisch, verbohrt. Das kenne ich irgendwoher. So, was haben wir hier? Einen neuen Panzer. Oh, nicht schlecht. So, haben wir hier hinten noch... nee, das war so nicht gemeint. Da ist noch eine Leiche. Oh, guck mal, hier ist noch ein Minerallager. Sehr gut. Hier ist ja gerade was getarnt gelaufen, oder? Okay. Sah irgendwas so aus. Ich glaube, wir haben es gefunden. Warte mal. Anival, hör auf damit. Du glaubst, du tust das richtig, aber du hast deinem Volk den Rücken zugewandt. Deiner Familie, deine Schwestern müssen ihren Vorgesetzten Widerstand erklären, warum ihr einziger Bruder übergelaufen ist. Glaubst du, das ist leicht für sie? Ich weiß, du glaubst, du würdest für deine Heimat kämpfen, genau wie sie. Aber das ist der falsche Weg. Die Rökar haben gefährliche Ideen. Evra sagt, du wirst mit offenen Armen empfangen. Also bitte komm nach Hause. Für uns alle. Ich bin überrascht von dir zu hören. Dann haben sie sich dich also zur Basis zurückgerufen. Gut, du hast die Erholung verdient, nach dem, was du durchgemacht hast. Wir sind noch auf unserer Mission. Mehr darf ich dir natürlich nicht sagen, nachdem du nicht mehr zu uns gehörst. Aber wir drängen die Kette langsam zurück und es soll eine neue Entwicklung mit jemand von außen geben. Wenn es so weitergeht, ruft der Commander uns vielleicht sogar früher zurück. Und was deine andere Anfrage angeht? Nein, kann ich nicht. Ich respektiere es, dass du deinen Überzeugungen folgst, aber ich teile sie nicht. Der Widerstand braucht mich und ich werde diesen Kampf bis zu Ende führen. Du hast deine Wahl getroffen, ich die meine. Das heißt nicht, dass ich dich weniger lieben würde. Und wenn die Sache vorbei ist, treffen wir uns in Travetan auf einen Drink. Ich hoffe, dass die Sterne auf deiner Seite sind. Ich will, dass du gesund nach Hause kommst, okay? Nisa. Wahrscheinlich die Frau oder Freundin, Geliebte. Ich hatte heute eine Begegnung mit einem von den Fremden in diesem widerlichen Loch, das sie einen Hafen schimpfen. Ich wollte mir mein Zeug klauen, als ich ihm den Rücken zugekehrt habe. Ich habe ihn zur Rede gestellt und hat so viel Lärm gemacht, dass Freunde von ihm gekommen sind. Plötzlich stand so viele gegen ein, also bin ich abgehauen. War das falsch? Hätte ich mich ihnen stellen sollen, obwohl ich wusste, dass sie mich hätten töten können? Wenn ich gestorben wäre, hätte Evra vielleicht endlich gehandelt. Oder vielleicht hätte er es komplett ignoriert. Ich komme mir so feige vor. Ich wäre so gerne so mutig wie du. Du hättest es mit denen allen aufgenommen, egal wie viele es sind. Du bist der Soldat, den die Rückkehr brauchen. Nächstes Mal mache ich es besser. Nächstes Mal bin ich bereit. Die Mission läuft gut, mehr sage ich nicht, falls die Nachricht abgefangen wird. Wir haben schon recht viel Material gesammelt und es wird hoffentlich noch mehr. Ich melde mich kurz vor Abschluss wieder. Okay, na dann machen wir mal hier. Sam,
Was holst du daraus? Ich analysiere noch. Die Rokar waren vor allem an Mutationen interessiert, die eine natürliche Umwelt vergiften. Könnten sie Eos wirklich unbewohnbar machen? Wie lauten ihre Befehle für diese Daten-Pathfinder? Kopieren, dann löschen. Oder zerstöre alle Daten. Kopieren, dann löschen. Das ist jetzt die gute Frage. Das hieße ja, wir hätten eine Kopie davon. Das wäre gar kein Bestand, wäre vorhanden. Oh, ich bin jetzt ganz böse. Ich mach das. Lade eine Kopie herunter und lösche dann alles auf dem Roker-Computer. Verstanden. Kopie erstellt. Löschen der Roker-Dateien abgeschlossen. Schließen wir die Sache ab und kehren wir zurück zu unseren Forschern. Tja, ob das so gut war, weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich später erleben und erfahren, ob wir da nicht vielleicht irgendwie eine andere Hintertür damit aufgemacht haben. Man weiß es ja nicht so genau, ne? Wie sich das entwickelt. Dann gucken wir mal. Okay. Ja, wir sind jetzt hier durch. Wir gehen dann damit zu unseren Forschern zurück. 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 Na komm. Lade, lade. Dann schauen wir uns das mal an. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich will hier runter. So, liebe Leute. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ich wurde von Roker überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht. In der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen. Hoffentlich haben Sie Ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Haben Sie Ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Ich habe die Dateien kopiert, bevor ich alles auf dem Roker-Computer gelöscht habe. Ich sende sie Ihnen. Sie könnten uns zumindest bei der Verteidigung gegen künftige Angriffe helfen. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nützt das Ihrer Forschung. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Wir haben wieder 5% erhöht von 100. Okay, ja, damit hätten wir das wahrscheinlich immer auf 100% gebracht. Ja, damit wäre das hier auf alle Fälle... Oh, das sieht toll aus. Guck doch mal, das sieht so toll aus. So detailliert, so riesig, so wuh, so wah. Und wer bist du denn? Cody Holdren. Du hast aber einen schönen Hut, den will ich auch haben. Oh, willkommen. Ich habe neue Vorräte, frisch von der Nexus. Und auch einige von meinen stillen Teilhabern. Ich plane, das erste Angara-Nexus-Handelshaus aufzubauen. Lone Star Enterprises. Der Name soll mich immer daran erinnern, wo ich angefangen habe. Bei Lone Star. Hey, wollen Sie vielleicht in mein Geschäft investieren? Das ist dein großer Traum. Na klar, komm. Was würde ich für meine Investition bekommen? Heute fantastische Waren. Und morgen? Wer weiß. Anteile? Okay, gewöhnlich, das wird sich ja auch nicht, die können wir uns angucken, gut. Das sind gewöhnliche Sachen. Okay, wir verkaufen mal alle Bergungsgüter. Naja, okay, ist nicht viel, aber immerhin. So, habe ich jetzt investiert oder nicht? Eigentlich habe ich eher Geld rausgeholt, oder? Aus dem Laden. Ach, hier geht's ja nicht durch, stimmt ja. War ich das etwa? ja. Was soll ich sagen? Was haben wir denn hier noch? Familie? Was können wir denn noch machen? Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir. Ihre E-Mail. Wir könnten noch die Reltech... das können wir noch machen. Dazu müssen wir aber... Nee, da sind wir doch gerade... Nee, hä? Doch, hier. Da.
und durch. Wir verlassen jetzt Taval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Ja, wir wollen nach Fjold. Fjold, Föld, wie auch immer. Oh, das sieht so toll aus. So. Willkommen zurück. Einmal zurück. Da waren schon wieder Missionen. Wartet mal kurz, ich mach mal so. Das ist, glaube ich, schneller, als wenn wir... So, nochmal. Was sind denn da für Missionen, ne? Rökkar-Manifeste zum Vorschein gekommen. Und Freund oder Feind, die sind da. Okay, gut. Wir wollten aber jetzt nach... anderes System. Und zwar nach... So weit ist das weg. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier unten. Ach Gottchen. Zurück nach Vold. Vold, okay. Ich hoffe, ich merke mir das mal, dass es nach Vold geht. So, Vold ist dort. Beginne mit dem Anflug. Ich will mal gucken, dass wir dann zeitnah dann wirklich auch die nächste Hauptmission machen können. Ich glaube, das kann nicht schaden. Vold Orbit ist stabil. Hm. Achso, wir hatten einmal hier den Architekten, die Hülle, genau. Warum die bleiben, da bin ich mal gespannt, ob die noch irgendeinen... weiß ich nicht, Sinn dann nachher haben. Ja. Denn wir haben sie ja gehackt und haben sie weggeschickt, ne? Deswegen hoffe ich mal und denke mal, dass dann noch irgendwas kommen wird. Nähern uns der LZ. Der LZ? Achso, der Landezone. Das sieht so aus, als hätte der überhaupt keine Atmosphäre, oder? Sehr schön. So, wo müssen wir denn hin? Und zwar, oh Gott. Ach, da müssen wir hin. Ich glaube, da ist es von hier besser. Und dann reisen wir mal schnell hin. Vielleicht können wir ja für Pibi dann was besorgen. Zumindest laut meiner Karte. Ja, hier war auch noch was. Ach so. Ja, stimmt. Oh, wir fahren ja das erste Mal. Ja, ich habe in irgendeiner Folgenpause habe ich geforscht. Und habe das Ding ein bisschen auf Vordermann gebracht. Das heißt, ich würde gerne unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Wie geht denn das jetzt? Ach, guck mal, was ist das jetzt? Stabilitätskontrolle? Hä? Lass mich raten, wir müssen hier hin. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Da ist auch Action wieder angesagt. Tschüss. Oh, ducken, ducken. Ach, wir können jetzt dem Schütz sagen, was es angreifen soll. Na, 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 na. Okay. Los, weg mit Ding. Los. Okay. Dankeschön. Dich können wir einpacken. Oh, wir sammeln erstmal die... Was ist eigentlich das hier? Warum ist das so? Ich meine, das ist ja immer unnötige Arbeit, ja?
So, aufgeladen ist. Ich guck sicherheitshalber nochmal. Ne, okay. Na denn, Relikt-Artefakt. Ah, okay. Wie jetzt? Jetzt gibt's hier schon Fragezeichen. Okay, das heißt, da ist das nicht, da ist dann das hier und hier ist dann das. Das ist, denke ich mal, logisch. Das heißt, da ist es nicht, dann kann es nur hier sein und hier ist dieses komische, siehst du, jetzt schon wieder los. Ach, das Fragezeichen, das ist ein offizielles Element. Ah, ich verstehe. Das heißt, hier kommt nur das. Nee, kann gar nicht. Hä? Ach so, aufgrund fehlender Glyphen. Wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Hier ist die Glyphe irgendwo. Da ist er. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Ah, okay. Mensch, habe ich mich selber ausgedrückt gerade eben. Und. Jetzt passt es besser. Nichtsdestotrotz, da kann... Ach nee, das ist ja... das ist eine falsche Prämisse. Aber trotzdem... Hier kann nicht das Ding sein. Das kann nur hier sein. Da müssen wir es halt mal von hinten aufräufeln. Und dann kann hier vorne nur dieses F sein. Okay, so. Und wenn dieses F nur ist, dann kann... Nee, das F kann nur hier sein. Weil... Nee, Blödsinn. So, ja. Und dann kann hier das F sein. So, dann kann hier dieses Ding sein. Da ist das, da ist das. Das heißt, hier ist dann das. Und hier ist das. Das, genau. Dann bleibt hier nur noch das F übrig. Und hier bleibt dann übrig das, was wir gerade eben hatten. Kein Doppelt, kein Doppelt, kein Doppelt. Sollte klappen. Jawoll! Ich hab's. Das muss die Rel-Tec sein, die Pibi braucht. Rel-Tec? Pibis Bezeichnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Ich werde ihr dieses Teil bringen und dann hoffentlich herausfinden, was es mit ihrem Geheimprojekt auf sich hat. Mhm. Okay. Vielleicht kommt ja da noch ein bisschen was dabei rum, ne? Ist das hier was zum Aufmachen? Nee. Schade, ich dachte, es wären... Nee, ist leider nicht. Ist leider nicht. Gut, was haben wir denn hier noch für Missionchen? Da müssen wir nochmal zurück. Zum Siedlungsort? Müssen wir bloß zum Siedlungsort? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, wir gehen noch zum... Doch, wir gehen noch schnell zum Siedlungsort. Ja. Ach so. Ja, okay, lassen wir das. Wir müssen jetzt wegfliegen und Pibi auf der Tempest dann sprechen. Das lassen wir an der Stelle sein. Ich suche mal in der Zwischenzeit nach einer weiteren Mission, denn wir haben ja noch ein bisschen was. Also die Abbauzone lasse ich mal hier mit den Steine klopfen und das verlorene Lied. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen was zu tun. Und hier haben wir noch das mit der Asari-Arche. Ich glaube, das sollten wir dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.